Du, das war die falsche Hymne, du Klavotschen-Drecksau, du! Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, liebe Volksgenossinnen, liebe Volksgenossen. Österreich hat gewählt, es wird einen neuen Bundespräsidenten erhalten. Eine kleine Mehrheit von geistig verwirrten, ewig gestrigen und nach hinten gewandten Schwachmaten hat jetzt über das Schicksal der Deutschen und der Österreichischen Republik entschieden. Ich habe Tag und Nacht natürlich auch geschwätzt, ich habe vor dem TV-Apparat geschwätzt, ich habe geheult, Rotz und Wasser sind mir die Backe heruntergelaufen bis zum Kinn. Jetzt sitze ich in meiner eigenen Pampe. Die Österreicher, besonders auch in Wien, sind nicht wahlberechtigt. Denn offenkundig sind sie komplett geistig umnachtet und umnebelt, sodass ihnen eine objektive Wahlentscheidung nicht zugesprochen werden kann. Dies hat mich veranlasst, dieses Video zu tun, weil ich der Meinung bin, dass auch ich als österreichischer Staatsbürger, ich möchte hier nochmal kurz meinen Pass, andersherum meinen Pass in die Kamera halten, zur Beweisführung, schauen Sie, das ist ein echtes Dokument, ausgestellt von der österreichischen Botschaft in Berlin. Ich bin also Österreicher, habe ein Recht, mich dazu zu äußern und werde das österreichische Volk in dieser schweren Stunde nicht im Stich lassen. Da wir Österreicher ja gemessen an der Gesamtbevölkerung dieser Welt nicht sehr viele sind, müssen wir gerade in so einer Stunde zusammenstehen. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit in Österreich, in der Steiermark, in der Nähe von Mitterdorf, dann wird mir ganz warm ums Herz. Ich erinnere mich noch an Vieren, diese Bonbons, lecker, oder das Kracherl, oder auch natürlich an Zanetti, Fruchtzucker, Bonbons und lecker Eis. Als Kind habe ich mich schon gefreut auf Weihnachten. Meine sehr verehrten Stelzenstammler, so, jetzt möchte ich noch sagen, alle meine Freunde sind jetzt meine Feinde. Ich freue mich, euch zu töten. Ich weiß, ich bin ein Schwarzmaler und auch in dieser Hinsicht werde ich meine Meinung nicht ändern. Aber was ist schon perfekt auf dieser unperfekten Welt? Dennoch, und ich kann nur wirklich jeden Österreicher und jede Österreicherin ermutigen darin, seien Sie sympathisch gegenüber dieser Person. Wir Österreicher, wir sind nicht viele auf der Welt. Und deshalb müssen wir zusammenstehen und unser Recht auf Leben einfordern. Ich weiß, ich bin nicht einfach zu verstehen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, meinen Ausführungen zu folgen. Das ist nicht Ihre Schuld. Ich übernehme die Verantwortung. Mein Intellekt ist einfach viel zu hoch. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Österreich wird das auch lernen müssen.